Data Researchers. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik und Professor für Industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an Digitalisierungslösungen für die Logistik, das Gesundheitswesen, die Datenwirtschaft und Automotive. Heute geht es bei Data Researchers um den digitalen Zwilling als zentrale Voraussetzung für den Erfolg von Industrie 4.0. Der digitale Zwilling ist das digitale Abbild von Realweltobjekten. Das klingt ein wenig abstrakt. Insofern ist es immer gut, wenn man sich das anhand eines Beispiels klar macht. Nehmen wir vielleicht ein Automobil. Ein Automobil wird beschrieben durch die Farbe, die Marke, das Modell, die Baureihe, die Motorisierung, aber auch die Fahrzeugidentifikationsnummer, die wir alle kennen. Und diese Daten sind beschreibende Merkmale, die dann auch Teil des sogenannten digitalen Zwillings sind. Zum digitalen Zwilling gehören aber auch weitere Informationen, zum Beispiel Konstruktionszeichnungen oder Bilder oder Filme über dieses Fahrzeug selber. Der digitale Zwilling entsteht konzeptionell über Datenmodelle und Informationsmodelle einerseits und natürlich dann den Daten selber. Datenmodelle sind an sich nichts Neues, die kennen wir schon so lange, wie wir IT nutzen, um Unternehmens- und Produktionsprozesse zu unterstützen. Informationsmodelle kennen wir auch schon länger, weil sie letzten Endes halt eine Grundlage sind für semantische Integration. Und das wiederum ist wichtig, damit wir Interoperabilität zwischen verschiedenen Akteuren in Wertschöpfungsnetzwerken oder, wie wir heute auch neudeutsch sagen, Ökosystemen halt sicherzustellen. Der digitale Zwilling ist also eine Grundvoraussetzung, das kann man so sagen, für das Funktionieren von Industrie 4.0. Und die Produktion Industrie 4.0, die digitalisierte Produktion, ist eigentlich auch einer der wesentlichen Anwendungsbereiche des Konzepts des digitalen Zwillings. Besonders wichtig ist dabei, dass der digitale Zwilling alle Lebenszyklusphasen eines Produkts umfasst, also beispielsweise von der Entwicklung und Konstruktion eines Automobils über die Produktion, die Nutzung dann von uns allen bis hin zum Recycling. Wenn wir uns das anschauen und überlegen, welche Phasen wir in diesem Produktlebenszyklus erkennen, dann sehen wir eben halt auch, dass zum digitalen Zwilling nicht allein diese beschreibenden Merkmale gehören, sondern eben halt auch Daten, die während der Nutzung anfallen. Und das sind im Fall von Automobilen beispielsweise die Routen, also Geokoordinaten. Auf der anderen Seite sind es eben halt aber auch Daten, die aus der Sensorik des Fahrzeugs erzeugt werden. Also wir können aufgrund der Auswertung beispielsweise der Informationen aus den Regensensoren auch Informationen zum Wetter generieren. Oder über die Erschütterungen, die auf das Fahrwerk wirken, können wir Rückschlüsse auf die Qualität und Güte der Infrastruktur, sprich der Straßen, halt ziehen. Gleichzeitig haben wir im Produktionsprozess selber eine ganze Reihe von weiteren Sensoren, die wir nutzen, um Zustandsdaten aus der Fertigung zu dem digitalen Zwilling dieses einzelnen Fahrzeugs hinzuzufügen. Ein sehr prominentes Beispiel, was wir auch schon lange aus dem Produktionsumfeld kennen, ist die Erfassung von Drehmomentdaten, die beispielsweise erzeugt werden, wenn wir das Cockpit in das Fahrzeug einbauen. Wir sehen also, dass der digitale Zwilling ein zentrales Konzept ist für den Erfolg von Industrie 4.0. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch, dass der digitale Zwilling auch in anderen Domänen sehr wichtig ist und zunehmend zum Einsatz kommt. Das betrifft auf der einen Seite Bereiche, die der Produktion sehr verwandt und nahe sind, wie zum Beispiel die Logistik, wo wir den digitalen Zwilling eines gesamten Logistiknetzwerks uns vorstellen können, indem alle Informationen über die Struktur dieses Logistiknetzwerks, also beispielsweise Standort und Eigenschaften, Kapazitäten von Distributionszentren, zu weiterverarbeitenden Zentren, aber eben halt auch zu Ereignisdaten aus der Logistik selber halt erfassen können, wie zum Beispiel der Zustand und die Zeiten von Transporten, wie Destinationen zwischen verschiedenen Akteuren in diesen Wertschöpfungsnetzwerken. Also wir sehen die Entwicklung, dass wir ganze Supply Chain Netzwerke innerhalb eines digitalen Zwillings abbilden können. Auf der anderen Seite sehen wir das aber auch in ganz anderen Bereichen, die uns alle selber als Individuen betreffen, beispielsweise in der Medizin oder als Bürger generell.
generell im Bereich E-Government. Wir sehen Entwicklungen, dass wir digitale Zwillinge von uns selber haben, nicht? Denn wir alle besitzen gewisse Stammdaten, einige davon sind bei uns auf Personalausweisen erfasst, aber wir generieren eben halt auch kontinuierlich weitere Daten, indem wir beispielsweise Kreditkarten verwenden, indem wir beispielsweise in ärztlicher Behandlung sind. Und die Summe dieser Informationen, dieser Daten bildet am Ende den digitalen Zwilling von uns selbst. Wir sehen anhand dieses Beispiels auch die Herausforderungen, die auf uns warten, denn wer von uns kann tatsächlich sagen, wie vollständig der digitale Zwilling seiner selbst ist, geschweige denn, dass er einen Zugriff auf all diese Daten hat. Und möglicherweise ist das ja ein Wunsch von uns allen, dass wir das ändern und letzten Endes unseren eigenen digitalen Zwilling mehr unter unsere eigene Kontrolle bringen. Wir sehen also, dass dieses Konzept des digitalen Zwillings einerseits nicht neu ist, weil es eine ganze Reihe von Konzepten verwendet, die wir schon aus den vergangenen Jahrzehnten des Informationsmanagements und der Informatik halt verwenden. Dass aber quasi die Bedeutung dieses Konzepts sehr, sehr stark angestiegen ist, weil wir einfach immer mehr Daten haben und weil wir uns als Bürger, als Person, aber auch letzten Endes halt als Unternehmen immer stärker vernetzen. Und dann die Frage natürlich umso wichtiger ist, wer definiert, kontrolliert und überwacht denn eigentlich diesen digitalen Zwilling? Wir sehen, das ist ein sehr spannendes Thema. Sehr spannend und sehr wichtig für Wirtschaft und Gesellschaft. Und deswegen erforschen wir das hier im Fraunhofer ISST.